Cheetah mit dem wieder nach Hause fahren. Die Scheibe ist gerade rausgeflogen. Da lag sie gerade, jetzt ist schon despawned. Oh shit. Hallo. Wow, also ja, war sehr hartnäckig. Da mal gerade einfach mal einen in die Fresse hauen und dann ist gut. Gut. Das war jetzt die Arctic Toys Mission. Jetzt haben wir alle Nebenaktivitäten von Staunton Island. Sind bloß noch drei Story-Missionen, dann hat sich die Insel erledigt hier. Geht's weiter. Kleiner Moment, ich muss kurz niesen. So, wieder da. Ja. Genau, Infernus Cheetah geparkt, das ist richtig gut. Apropos, wir brauchen noch eine Nutte. Ist gerade mitten am Tag. In Spanien war halt zweimal. So. Einmal muss ich noch. Moment. So. Der Casino Cup. Hier ist er. Sehr gut. Nicht gegens Mikro kommt, das ist immer richtig doof. Ja, ich kann gucken, so viel ich will hier. Hier ist nur noch Insel 3. Wir haben auf Insel 1 und Insel 2 alles, was wir kriegen können. Im Moment. Es ist noch ein Päckchen auf Staunton Island, ist okay. Ich gebe es ja zu, ein Päckchen ist auf Staunton Island noch, aber wie gesagt, das ist dann auf der Brücke nach Shoreside Vale. Da kommen wir jetzt noch nicht hin. Geht einfach zum Zeitpunkt des Spiels jetzt noch nicht. Aber also, warte mal, ich nehme den Cheetah. Mit dem waren wir gerade unterwegs, nehmen wir jetzt den Infernus. Ja, wir haben jetzt noch drei Missionen, die wir nachher machen können. Zwei von Donut Love und die eine Telefonmission. Wir machen die einfach abwechselnd. Jetzt noch fertig. Erstmal hole ich noch eine Nutte. Einfach noch ein bisschen Spaß haben vorher. Oh, ein bisschen verhandeln hier noch. Warte mal. Ich hole mal ein bisschen Geld von den Bullen. Gut, und dann werden wir ein bisschen Spaß haben. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. War kurz nicht da. Hab ganz kurz mal bei mir Licht angemacht, weil es ist schon wieder 4:30 und es ist halt im Winter so, da ist es dann schon auch mal dunkel. Pass mal auf. So geht das. So geht das. Okay. Einfach Minischuss von einem 16 Kopf und dann tschüss. Gut, das speichern wir auch noch schnell ab und dann gehe ich wieder zu Donald Love. Mal sehen, was er so für uns hat.
kommen wir gar nicht mal in den Infernos hier ran. Dann fahren wir mit dem Cheater. Ganz einfach. Gut. Huch. Ups. Na, sowas aber auch. Würde sagen, los geht's. Nächtlicher Fischzug. Warte mal, kleinen Moment mal. Schon die letzte? Warte mal. Oh. Nee, warte. Ich habe mich gerade geirrt. Das ist die letzte Mission. Wir haben auch noch zwei Missionen. Ich dachte, da kommt noch eine. Ich dachte, da kommt noch eine, aber das ist die letzte schon. Dann machen wir noch schnell die Telefonmission erst. Dann ist Dias dran. Habe ich nichts gesagt. Ja, da machen wir jetzt die Telefonmission. Die ist davor. Das ist nämlich Hauptstrang, das ist Nebenstrang. Die wird zuerst gemacht. Tag der Rache. Klar. So, ja, wir haben gerade einen Auftrag angenommen jetzt an der am Telefon. Ja, wir sollen da was aus dem Auto holen. Ich habe es gar nicht aufgepasst, was er jetzt genau gesagt hat. Weil, ich muss das Ganze gerade nachsprechen. Hab mir die Zwischensequenz jetzt gerade nicht ganz angeguckt. Ich war mal wieder zu blöd, mich zu muten. Ich habe schon ein paar Mal in diesem Let's Play gekriegt und es ist mal wieder soweit. Ja, ist dann halt leider ein bisschen doof. Hab das auch nicht so gemerkt, weil ich, wie gesagt, auch das Steam nicht nebenbei offen habe. Und weil ich ja gerade über das andere Aufnahmeprogramm mein Audio aufnehme, da sehe ich aber keine Wellenform. Und das ist dann halt ein bisschen problematisch. Weil ich halt nicht die Autospur sehe. Sonst hätte ich ja sonst gesehen, dass da nicht zu sehen ist. Aber das habe ich halt nicht gesehen. Gut. Wir sind da. Falls einmal ganz kurz über die Treppe. Da steht auch schon das Auto. Und ja. Wir packen das Auto jetzt einfach mal hier. Ich glaube, das habe ich auch gesagt. Damals. Weiß ich nicht mehr. Und steigen wir einfach mal ein. Brief. Man hört, du bist ein vielbeschäftigter Mann und ich bin eine vielbeschäftige Frau. Es wird Zeit, dass du die wahre Macht von Sven kennenlernst. Bis irgendwas Catalina fahrt zur Hölle. Ja, ein Brief von Catalina. Da kommt mein Auto vorgefahren. Ich habe so die Vermutung, es ist eine Falle. Irre auf Sven. Oh, Selbstmordattentäter. So, jetzt habe ich. Genau, ah, stimmt, ich konnte so schnell nicht lesen. Es wird Zeit, dass die wahre Macht von Sven kennenlernst. Bezos, U, Vodores, Katalina. Nee, nicht in Y. Ach, keine Ahnung. Weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Ja. Ich höre gerade auf den Kopfhörer, dass ich ganz minimal zu hören bin sogar. Aber das hört ihr nicht mehr, glaube ich. Naja. So, da kommen die Leute. Muss da jetzt aufpassen. Weil die bumsen ordentlich. Ja, Spank ist ja eine Droge hier in GTA 3. Ja. Nehmen wir einfach einen Raketenwerfer. Und jagen die Autos hoch. Weil in diesen Autos spawnen die. Quasi. Und das hat erst ein Ende, wenn die Autos erledigt sind. Okay.
Bam. Genau. Raketenwerfer, so ein bisschen. Bam. So. Der Typ ist auch noch, da konnte ich mich mal wieder nicht wegen der Waffe entscheiden. Au. Au. Also wenn der eine hatte, hatte ich auch der zweite. So ist das. Oh, der ist weg. Gedings, dann habe ich gleich mal zwei Sterne. Dann hauen wir den auch weg. Oh, da habe ich eine. Okay. Das Auto ist hartnäckig. Jetzt haben wir ihn. $10.000. Hat ein bisschen, ein paar Schuss gebraucht. Hat ein bisschen gewumst, aber das passt schon. Gut. Ja, so sind Leute, die Drogen nehmen. Also, was lernt ihr daraus? Finger weg von den Drogen. Das ist Kacke. So ist das. Ja. Erstmal Flashback an und los geht's. Ja. Ich würde sagen, Agent aus dem Schiff verabschiedet sich jetzt, weil ich glaube, ich krieg das gleich mit. Lange wird es nicht mehr dauern. Aber jetzt habe ich erstmal das Gröbste kommentiert hier wieder. Ich würde sagen, ihr hört mich dann gleich wieder im Real. Ich war gerade hier muted, ey. Ach, scheiße. Ich war gerade hier muted. Ich spreche das nach. Klammer mal, ich wollte im Husten eigentlich, deshalb wollte ich mich gerade muten. Dann habe ich festgestellt, dass ich gemutet war. Ja, jetzt muss ich auch nicht mehr husten, jetzt ist vorbei. Ja. Scheiße, ey. Och, Mann. Es ist blöd, dass ich das nicht sehe. Wegen Odyssey. Naja. Wusste, aber irgendwann passiert es mir nochmal. Wenn ich mich immer mute. Bin ich jetzt überhaupt entmutet? Ja, bin ich. Ja, die Yardis hassen uns jetzt. Ich denke mal, ich werde das jetzt nachsprechen, was ich da gerade gelabert habe.